So, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zum zweiten Part des PayTear 2.1.2 Let's Plays. Wir haben im ersten Part zwei Rifts gemacht, einfach durchgerusht und haben recht viel gefunden, aber leider nur Crap. Und heute wollen wir hoffentlich ein Ring of Grandeur finden für das minus 1 Set Gegenstände nötigen Zeugs. Das ist einfach Pflicht. Wir hätten irgendwas ergammeln, aber ich weiß nicht was. Ein Amulett, aber das ist doch teuer, oder? Ja, 1000, 100. Gürtel. Soll ich Schuhe nehmen? Schuhe. Und nichts. Wie immer. Irgendwie 10% Chance, aber ich glaube nicht daran. Aber da habe ich einfach mehr Pech. Ich hatte auch mal sehr viel Glück. Ich hatte mit dem Demon Hunter so einen Brustpanzer gefunden. Okay. Brustpanzer gefunden, der macht, dass sie drei Wölfe beschwören können. Dann habe ich einen Set-Bonus gehabt mit zwei Teilen, mit drei Teilen, aber mit zwei durch Ring of Grandeur. Dann hatte ich noch mehr Tiere, also ich hatte einen richtigen Zoo dabei. Und dann hatte ich noch ein Bogen oder war das eine Armbrust? Nein, es war ein Bogen mit einem Raben dazu. Und da hatte ich eigentlich richtig viel. Fast Maximum wahrscheinlich mit, also ohne die temporären. So, wo ist der Boss? Gibt es eigentlich kein Boss-Zeugs mehr? Okay, da könnten wir eigentlich von oben nach unten und so. Das sind Wächtergeist, ah, das ist wahrscheinlich ein Schrein oder eine Kiste. So, also ich habe gesagt, ich werde hier ein bisschen auf die positiven Sachen eingehen. Und das werde ich auch machen. Also Diablo 3, riesiges Suchtpotenzial. Und es freut mich sehr, weil für die meisten Spiele habe ich einfach ja nicht so. Ja, mir sind die Spiele halt nicht so Ding, dass ich sie die ganze Zeit spielen könnte. Und das ist bei den Action-Rollenspielen ganz anders. Die kann ich sogar viel zu viel spielen. Und ja. Oder Action-Adventure, also so GTA oder so. Das ist auch so etwas, das richtig gut anturnt. Und das hat Diablo 3 eigentlich sehr, 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 sehr gut. Auch wenn ich eben nicht immer, also nach einiger Zeit recht schnell Motivation, Ding wegen Quasual oder so, habe ich es doch recht gern und schon sehr viel gespielt. Vor allem auf den PTRs. Und ja. Da ich eben nicht schnell spiele, habe ich auch genug davon. Also ich bewundere immer die Spieler, die ein Spiel kaufen, es durchspielen, sofort, also sehr schnell, und dann meinen, ja, das Spiel ist langweilig, spiele ich das nächste. Was? Also, turnt es die den an, das Spiel schnell durchzuspielen auf höchstem Schwierigkeitsgrad und so, und dann ist Flaute, oder was? Ich verstehe manche Spiele so nicht, aber ja, ist ihre Sache, oder? Also, ich habe jetzt wirklich nicht viel da, nee, dagegen. Für mich ist einfach ein Spiel ein schon fast Lebenswerk oder so, also etwas, das man einfach genießen muss. Und Diablo 3 gehört da zur absoluten Spitze. Und wo sind die Legendaries bitte? Ah, das dachte ich schon. Das ist ja. Vergifiederter Hort. Der ist sehr, sehr, sehr selten. Hier gibt es überall Hühner und am Ende ein Schwein. Und ich weiß nicht, für was das Blitz eingeblendet hat. Hey, das kam schon ewig nicht mehr. Ich weiß nicht, wie lange. Vor 3 Jahren habe ich es ein paar Mal gehabt. Und auch das Goblin Rift bei mir nie mehr gekommen, seitdem es angekündigt wurde. Also seitdem. Seit dem nächsten Patch, also wo es reingekommen ist ins Europa,
bis zum ersten Patch danach habe ich es ungefähr 3-4 Mal gefunden, das Goblin Rift, seitdem nie mehr. Und ich spielte da nicht so oft wie eigentlich jetzt. Ach, das ist ein bisschen schade, dass Frostsphere so viel Mana verbraucht. Weil ich hätte die gerne so gespielt wie Diablo 2. Aber trotzdem, die Sphere ist immer noch das, was eigentlich es ausmacht. Diablo 2 war sie sogar nicht so stark. Und ja, eben mit dem neuen Set hat Frostsphere auch wieder eine Daseinsberechtigung. Ja, ich sehe jetzt ja Destruction Overhype. Jetzt laggt es wieder ein bisschen. Tut mir leid. Aber eben PTR. Die Belastung extrem. Ich weiß nicht, wie viele Spiele jetzt spielen, aber es müssten viele sein oder das wäre sehr schlecht. Und wie ihr seht, jetzt ist 9 Uhr morgens, also eine Zeit, wo eigentlich nicht viele Spiele online sind, sondern trotzdem viele Spiele online wahrscheinlich. Weil eben PTR, da muss man jeden Tag und um die schrecklichsten Uhrzeiten hin spielen. Ja, momentan ist noch zu früh zum Feedback geben. Die Entwickler haben aber es verdient irgendwie. Weil ich gebe immer sehr gerne Feedbacks zu den Leuten, die einfach ein Spiel entwickeln, ohne dass es irgendwie voll so, ja, voller Werbung und so ist. Also, es gibt so Spiele wie auch von Blizzard, World of Warcraft, wo einfach in-game sich einfach voll nicht ansagt, weil überall, ja, das Spiel und so, das ist so cool, weil man so viel entdecken kann und so. Alles Mögliche. Und ja, überall, ja, die Pets oder so, die Items sind einfach so überladen bei World of Warcraft. Aber sonst ist eben World of Warcraft eins meine Lieblings-MMORPGs, auch weil es so gut und erfolgreich ist und ja, ist eigentlich gut. Aber es ist too much, also wenn man reingeht, nur um kurz zu testen, also Testversion, wird man schon so irgendwie beladen, dass man eigentlich wieder aufhört. Ah, oh, komm, gar nichts. Ah, wir haben ihn so. Ja, jetzt bin ich so am Reden, dass ich es gar nicht gemerkt habe, dass ich schon aktiviert habe. Und jetzt? Okay. Krise. Ja, war's das? Ah, nein. Bist du gut, wieso hat der Trank jetzt so extreme Verzögerung? Ich habe gedrückt, dass die Kugel runterging. Dachte, ich sterbe. Und dann plötzlich kommt es erst, wenn ich schon fast scheintot bin. Aber das ist jetzt auch wegen der sehr wahrscheinlich Tastatureingaben verzögert sind. Ist ein bisschen schlecht. Ja. Ja. Schon wieder Feuerfuppen. Also eben die Sets, die droppen extremst. Also nächstes, was haben wir noch nicht fertig, was haben wir noch nicht fertig? Ich bin ein bisschen jetzt verwirrt, ein bisschen zu viel reden. Noch einen. Was ist denn das für ein Quest? Also hier aktivieren wir jetzt mal keine Elites Schein. Weil die Editoren nicht so ausspucken. Also machen wir im dritten Video G-Rifts. Ja, ich habe jetzt Bock, G-Rift zu machen.
Und diesen Part werde ich jetzt noch eben ein bisschen etwas positiv erzählen. Also was noch so cool ist, was schon lange nicht mehr gemacht ist, eigentlich die Story. Also in einem Action-Rollenspiel ist zwar immer die Story nicht so gut, aber bei Diablo 3 ist sie wirklich richtig gut. Und auch wenn viele sagen, ja, es ist viel zu wenig oder so. Natürlich ist es viel zu wenig, es ist ein Action-Rollenspiel. Und das hat noch weniger Daseinsberechtigung als bei Ego-Shootern. Und bei Ego-Shootern hat es immer eine gute Story, weil halt nichts anderes zu tun ist. Und ja, Diablo 3 ist viel zu tun. Also man levelt lieber und als irgendwie die Story zu machen. Und jetzt, wo die, also ja, schon längere Zeit, ja, die Rifts da sind, macht jeder sowieso Rifts und Kopfgeld und nicht so. Ist auch ein bisschen schade, aber das ist die Änderung und ich bin völlig am, ja, wegen der Verzögerung am Sterben fast. Und weil die Gegner auch irgendwie viel Schaden machen, weil ich sehr, sehr tanky, tanky bin, ja genau, ich bin tanky. Ich bin tanky. Ich bin die Glasscannon Number One. Aber so ist das auch wieder ein bisschen interessanter zu spielen, wenn man wenigstens High-Druck drücken muss. Also beim Mönch und jetzt beim Demon Hunter war ich so tanky. Ich hatte nicht mal die Kugel gesehen, wie sie ein bisschen abgenommen hat. Obwohl ich Rifts in Ummaßen Höhen gemacht habe. Also gespielt habe ich so irgendwie P3, oder? Aber hab G-Rifts mit P6 gemacht, P6 Schwierigkeitsgrad und so. Weil einfach P6 ohne G-Rifts nicht so viel Spaß macht. Und nicht so Ding ist, also die ganze Zeit, ja, irgendwie Knöpfchen drücken oder so. Und G-Rifts ist wirklich gut. Und G-Rifts sind für mich extrem cool. Aber es ist für mich zu wenig Randomness und so. Aber das kommt sicher noch. Auch weil sie auch wieder ein bisschen verbessert wurden im Januar, dass sie nicht mehr so hin und her, also man muss nicht immer in Sackgassen reingehen und so weiter. Also wir müssen jetzt schauen, wo das sein könnte. Entweder da oder da oben. Oder könnte es sein da? Ich gehe jetzt noch. Soll ich rund? Ich weiß nicht. Also, ich mache es jetzt mal mit Teleport. Ah, diese Quest ist so grauenvoll. Die müssen sie unbedingt noch erbraben. Ah, hier ist so ein Event, ja. Da ist eine Kiste in der Mitte, glaube ich. Oder ein Schrein und dann kommt noch eine Kiste. Ja, es ist das mit der Kiste. Dann gibt es noch eine mit dem Schrein. Ja, das ist klar, dass man die nicht aufmachen kann. Das Glücksrad, das finde ich gut. Ein bisschen Abwechslung und so. Diese Dimension, wo Coltan Sun rein ist, die hat mich immer so... die war einfach cool für mich. Also, weil es an die Arkane... wie hieß sie nochmals? Zuflucht, genau. Erinnert hat. Und einfach weiß hat. Recht schön anzusehen ist. Ja, also droppen tut nichts. Gehen wir mal weiter. Jetzt habe ich 40 FPS und keine Lags. Wahnsinn. Also man muss nur ein bisschen warten. Also das nächste Mal warte ich noch ein bisschen, bis halt nicht mehr laggt und dann nehme ich auf. Dann habt ihr auch keine Lecksoße. Lecks mit Soße und Pilzen und Fleischstückchen. Ja. Das erinnert mich gestern an Minecraft. Als ich Rollenspiel gemacht habe, habe ich gesagt, in meinen Pilzsuppen seien Drogen versteckt und so. Und der Polizist hat so mega mich
durcheinander gewühlt und war so außer sich und alles mögliche. Voll verarscht. Jeez. Ich gehe ein bisschen zu meinem Hüterin. Mammut-Hüterin. So. Tschüss. Ja, danke, du Gift. Kadaver. Und tschüss. Toll, Telefon. Was soll denn das? Dein Ernst? Okay. Nächste. Das war's wahrscheinlich jetzt recht schnell. Die anderen wahrscheinlich auch. Also, eines ist immer sehr, sehr lange. Okay, das ist auch eines der längeren. Macht nichts, dann haben wir die anderen sehr kurz. Jetzt kommen wieder die Lags, aber das ist wahrscheinlich wegen den vielen Gegnern, weil eben der Server sehr, sehr, sehr schlecht ist. Blizzard vom nächsten Müllplatz Server aufgesammelt, okay. Freut mich, dankeschön Blizzard. Das ist sehr nett, dass ihr so ein guter Server holt aus dem Müllplatz. Und die Hydra ist schon wieder verschwunden. Neue Kasten. Hallo. Ich denke, der Boss ist wieder auf der anderen Seite der Map, den man besiegen muss. Das Komora. Mal durchlaufen, also. So viele Gegner muss ich nicht mehr töten. Ich hoffe nur, es kommen noch genug. Ja, da ist mal einer, aber das ist nicht der Boss. Das ist nur eine normale Elite. Ja, aber hallo. Kannst du mal aufhören? Diese Verzögerung, die ist gewaltig. Oh, das war der Doppelgänger. Ich dachte schon, ich hätte wahrscheinlich ein, wie sagt man, falsche Ante, also dass man das Correcting woanders ist, der Synchronisation, wie bei Path of Exile, dass man einfach irgendwo anders ist, eigentlich ursprünglich. Ja. Guten Tag. Kommst du Boss? Ne, kommt kein Boss. Oder kommen die einfach mit Verzögerung des Todes? Ich werde mal die Edelsteine rausnehmen. Weil ich sie nicht brauche, weil ich so viele gesammelt habe, dass ich eigentlich schon fast zwei Plätze brauche. Da ist er ja. Guten Tag. Darf ich sie mal ein bisschen necken? Sir, mit Erlaubnis, ich muss sie zerstören. Ich muss wieder auf Gold, auf Feuer ausmenden. Weil so ist es nicht gut spielbar und es wird auch zu tot. Gift mit Blitz. Oh mein Gott, komm wieder so scheiß gehen. Glass Cannon Bild, FTW. Einmal Blitz und das Gift daneben und. Ich werde immer wieder zum Herzog Glass Cannon. Ah, ich muss nicht zurück. Ich muss hier. Geht doch länger als ich gedacht habe. Also die Kopfgeldquests sind jetzt ein bisschen länger. Denke ich mal. Kassrim gefangen ist. Ja toll. Kann man hier nicht reporten.
Sieht's aus. Also, dass man reingehen kann und dann porten. Aber ne. Und jetzt kommt alles weg. Wahrscheinlich werde ich so schnell rennen. Und wahrscheinlich ist der Antivirus noch am Suchen. Der nervt auch schon die ganze Zeit herum. Und ich bin zu faul, irgendwo zu suchen, wie man das ausmacht. Ich will nicht die ganze Zeit suchen. Ah, seht ihr da drüben? Die wollten springen. Also es scheint, es sei nicht hier, sondern unten. Gehen wir einfach nach unten dann. Hat jetzt gedacht, sie wären hier, weil hier gibt es irgendwo so Gefangene. Manchmal. Ah, ich weiß. Ich weiß wahrscheinlich die Mine. Sie so in einer Mine gefangen sind. Die sind immer unten, genau. Ah, ist auch beziehungsweise kurz die, da gehen wir runter. Oder habe ich die jetzt gemacht? Ah, das waren die, okay. Oh. Doch, das waren zwei. Ja, ich wusste, es so rauskommen. Das ist auch eine sehr alte Quest, also die es schon lange nicht mehr gab. Oder ich sie nicht mehr gefunden habe. So, nochmals zurück. Und dann nach unten. Ich wollte schauen, das ist wahrscheinlich Inas. Die Handschuhe habe ich hier schon ein paar Mal gehabt. Das ist irgendwie dieses Feuerzeug. Weiß jetzt nicht mehr genau. Oh nein, Fokus, genau. Das ist der Dingstab. Ah, Wand of War, oder? Ist das Wand of War oder der andere? Ja, Wand. Also, Zauberstab of War. Von wo? Auf Deutsch. Und, ja, der ist eigentlich momentan sogar noch recht gut, weil es gibt so ein. Das Schiff. Kommt das auch mal wieder? Wo ist die Seite? Gibt es die Seite noch? Ja. Die Seite droppen noch. Hab ich ja schon tausende Jahre nicht mehr gesehen. Zumindest zwei Jahre. Seitdem es das nicht mehr so oft gibt. Also ist die Quest. Oh, du armer Totenbeschwör. Wahrscheinlich ist es nicht der Totenbeschwör aus Diablo 2. Aber es hat ein Lehrling oder so. Ich finde es gut, dass die alten Charakteren eine Geschichte haben. Also zum Beispiel der Druide. Hat eigentlich jeder eine Geschichte, irgendwie. Und das sind einfach gut, also so rückblinde Turnen schon ein bisschen an. Wenn man sie dann sieht. So. Das verstehe ich irgendwie nicht, dass das, wieso da ein Schlüssel. Ah, das ist immer der Schlüsselhüter, da habe ich jetzt gerade gelesen. Das in diesem Area eben der Schlüsselhüter ist. Das ist jetzt eine neue Anzeige, genau. Okay. Dalgur. Schade, dass Dalgur nirgends ist. Oder ist er irgendwo? Nein, das sind andere Bosse. Sehr lecker. Also einfach mal durchraschen.
Ah, hier könnte ich mal den Ding besiegen. Ich stoppe einfach bei den Legendaries ein bisschen. Damit das Video nicht zu lange wird. Und auch euch ein bisschen mehr Spaß. Also die flauten Sachen ein bisschen rauskommen. So. Dankeschön fürs Sterben. Ja, toll. Weißt du, durch die kann man nicht durchporten oder man kann nicht weiterporten. Ah, da ist er schließlich. Hey. Irgendwie ist es voll schlecht momentan. Nur wahrscheinlich wegen den Effekten oder so, Server leckt. Und ich kann nicht richtig schießen. Weil der Ding in die falsche Richtung geht und so. Das ist eigentlich sehr praktisch, dass er so eine Verlangsamung hat, weil wir machen jetzt durchgehend Schaden. Seht ihr, ich schieße nach links oben, aber er geht nicht nach rechts unten. Ah, das ist Reflexion, stimmt, jetzt merke ich es. Okay, das ist jetzt doch nicht vom Server. Das ist Reflexion. Hui. Dankeschön. Jo. Ja, sich genau in die Blitze. Was ich nicht so gut finde, sind die, dass die Gegner immer ein bisschen viel Leben haben. Also so flüssiges Spielen ist nicht so möglich. Es liegt halt einfach daran, auch dass es halt hohe Riftstufen sind und so, im Gegensatz zu ja dem Schaden meist. Aber auch eben, weil die Gegner allgemein hohes Leben haben. Oder die Fähigkeit zu wenig Schaden machen oder sonst irgendwas. Aber eben für ein Action-Rollenspiel hätte ich doch auch gerne ein paar Gegner, die hier umfallen. Nach einem Schlag oder so. So Trash-Gegner. Mehr Trash-Gegner. Vor allem weniger nervende Trash-Gegner. So ein bisschen Dynasty Warriors oder Zelda Hyrule Warriors Style. Und dafür die Elite-Gegner ein bisschen mehr fair und dafür ein bisschen herausfordernder gestalten. Oh, das wäre gut. Also so ein bisschen Verbesserungsvorschläge habe ich recht viele für Diablo 3. Aber das macht jetzt die Diablo 3 nicht so viel besser, weil es ist ja schon gut. Aber ich finde eben, dass eben, ja, Diablo 3 halt in eine andere Richtung geht, als ich will. Also jetzt verstehe ich irgendwie gar nichts mehr. Ah, geht noch was runter. Irgendwie wird das nie angezeigt. Das ist da oben? Nein, das ist das Höhlensymbol gewesen. Hallo, also heute habe ich wirklich Pech mit den Kopfgeldaufträgen, sonst rasche ich manchmal durch. Ich weiß nicht was. Und dann ist es auch noch eine so lange Quest, wo man da in die zweite Ebene gehen muss und alles mögliche. Hä? Jetzt wird es angezeigt. Also bitte, das nächste Mal ein bisschen früher. Und es ist oben, aber hat nicht angezeigt, dass es dort war. Kurios. Also das war schon fast ein Fail. Aha, unten. Ja, dort unten geht man auch suchen, oder? Oh, wieso nicht? Also. Dann haben wir doch das. Also,
Das ist auch ein bisschen blöd, dass es erst wirklich am Schluss angezeigt wird. Und sonst nicht. Danke, aber darf ich bitte rein? Ja, es ist gut, es ist gut, es ist gut. Mir ist langweilig. Danke, jetzt ist es mir nicht mehr so langweilig. Der gelangweilte Händler mit seinem Geplapper, das man nicht abbrechen kann. Ist ja so nötig, dass man das auch zuhört die ganze Zeit zum 2000. Mal. Da müsst ihr auch ein bisschen ändern. Hallo, ihr müsst viel ändern. Ich will, dass es gut wird. Das ist genauso wie bei den Items. Die 29% sind schon da, dass Diablo 3 gut ist. Aber die letzten 10%, das sind die wichtigsten. Und die gehen extrem lange zum Entwickeln. Also, ja, Blizzard setzt genau gesamte Power ein und macht das Spiel sehr gut. Wie viel hat eigentlich Diablo 3 für eine allgemeine Wertung? Muss ich mir nachschauen. Es gibt so eine englische Website. Glaube ich Meta oder so etwas heißt. Da kann man auch schauen, was so die Leute eigentlich für... Ich weiß nicht, ob es aktuell ist oder einfach das Erscheinungsdatum einfach ist. Also ich würde gerne wissen, wie die Allgemeinheit so denkt darüber. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr in den Kommentar schreiben, was ihr so für eine Note geben würdet von 1 bis 100 und wieso. Und ja, wäre richtig gut. Bin ich jetzt fertig mit dem anderen? Habe ich jetzt wieder vergessen, was? Ich glaube, ich habe es fertig gemacht, oder? Ja, es ist fertig. Man merkt es ihnen gar nicht, also man merkt nicht, dass man die Quest fertig gemacht hat. Man ist einfach so, okay, ich muss Gegner töten, gut. Man ist das einfach, ja, man klickt es einfach weg, fertig. So. Ah, ich bin echt müde. Und krank. So Schwäche und also. Ja, dass man einfach die Muskeln nicht mögen, dass man ein bisschen verschnupft ist. Lunge nicht so gut funktioniert. Aber nicht so, dass man irgendwie ja Heuschnupfen hat oder sonst irgendwas. Dass man so eine Atemnot oder so hat, sondern. Ich merke nichts in der Lunge, ich merke nichts im Hals. Es ist einfach da, es ist einfach so. Ohne dass es nervt oder so. So, jetzt bin ich fertig mit der Kopfstelle. Jetzt gehen wir die Belohnung abholen. Was den Gegner noch besiegen, den Ober-Explosionsmeister des Bösen. So. Und zur Belohnung gibt es noch eine Ding. So, also. Ich werde jetzt ein paar Mal Akt 1 Ding machen für den Ring, weil es lohnt sich wirklich nicht, Akt 1 manchmal zu machen. Da habe ich lieber Akt 2 und eben auch wegen dem wegen dem Blut, der doppelte Anzahl Blutsplitter mache ich eigentlich im Akt 2, wenn es Ding ist. Und weil es manchmal auch gute Quests gibt und so weiter. Das Akt 2 gefällt mir eigentlich am besten. Und haben wir jetzt noch etwas nicht fertig oder was? Hallo? Bucky? 1, 2, 3, 4, 5. Haben wir doch das nicht fertig? Okay. Also mache ich es nochmal kurz. Ich werde es kurz schneiden. Bis gleich. So, ja, wirklich gut angezeigt, dass hier. Ja. Wir sind da wahrscheinlich noch links runter.
Weil ich vergesse immer, dass ich alle Gegner töten muss. Das ist ein bisschen nervig. Nicht mein Geschmack und... ja. Eigentlich die schlechteste Kopfgeldquest. Vor allem sehr langweilig. Überall herum zu suchen und so. Ist echt langweilig. Ah, danke schön. Hätte ich nicht gedacht, dass du mir so hilfst. Ja, eben so ein bisschen visuell anzeigen, dass man es etwas noch nicht fertig hat oder es fertig hat und so. Wäre auch noch gut. So, dankeschön. Und jetzt möchte ich gerne noch kurz zum Ding gehen. Hab ich jetzt wirklich nicht viele Kunden vor lauter Reden. Wo ist jetzt eigentlich der Ausgang? Ich habe doch den Ausgang benutzt, oder? Und meine Katze terrorisiert mich kurz wieder. Also, Zeit zum Aufhören. Ich bin wirklich momentan unkonzentriert und... oh je, Terrorisierungskatz. Also, gucken wir. Ist das jetzt das Schild endlich? Habe ich endlich das Schild, weißt du? Da mache ich auch die Akt 2 Quest wegen dem Schild. Also. Identifizieren, angucken und aufhören. Ja, das ist das Schild, aber jetzt brauche ich es ja nicht mehr und ich bräuchte es eigentlich für den Kreuzritter. Oder will ich es einfach mit dem Kreuzritter, weil ich mache so ein Bild, so ein Summoner-Bild. Und das hätte ich gerne im... oh, ich habe einen Ramaltala-Gabe. Ramaltala-Dienstgabe. Wow, sehr schön. Aber leider auch auf der PD. Das bräuchte ich auch in Season 2. Also in Season 2 Crusader habe ich angefangen. War richtig cool. Und ja. Meine Katze lässt mich immer noch nicht in Ruhe. Sie weiß ganz genau, dass sie alles selbstständig machen kann, aber nein, sie will nicht selbstständig machen. Sie ist genauso wie mich. Ich will ja echt nicht putzen. Ich will auch nicht irgendwas machen. Eines Dämonen, also jede Dämon? Das ist gut. Ist das uralt? Nö. Ja, die war auch mal sehr gut. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht, die ist nicht mehr so gut. Keine Ahnung. Feuervogel nehmen wir. Oder haben wir schon? Nö, haben wir noch nicht. Gut, schlecht sagst. Odin's Sohn. Auch recht gut. Ich möchte hier noch Donnersgott, vielleicht mache ich ein Blitzbild noch, nehme ich mal. Ein uralt legendärer Ring. Blockchance. Könnte ich Intelligenz reduzieren auf Stärke für den Templer. Ja. Sonst ist eigentlich nur Schwachsinn. Schade. Also Wand of War rein. Und die anderen Sachen verkreppen. Also, Dankeschön fürs Zuschauen. Nächstes Part wird es dann wieder ein bisschen besser ohne Face hoffentlich. Weil ja, ich bin wirklich krank. Ist kacke. Also zu viel draußen gewesen und so. Nicht gut geschützt. Und jetzt, ja, es ist Fasnacht, also Karneval bei uns. Und dann bin ich auch ein bisschen draußen jetzt. Ohne, dass ich trainiere draußen. Also, schönen Tag noch. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Oder, ja, zu einem anderen wieder. Tschüss.